Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei FIFA 20. Heute Auswärtsspiel gegen Kiel, die ja leider die Relegation nicht gewonnen haben. Im letzten Spiel gab es ja für uns einen richtig geilen Sieg. 2-0 gegen Hertha BSC im Achtelfinale des DFB-Pokals. Hier sehen wir mal die Tabelle vom 16. Spieltag oder vor dem 16. Spieltag. Wir sind mit 3 Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 1. Mit 3 Punkten, genau. Kiel hat gerade mal 12 Tore geschossen. Wir haben gerade mal 2 Tore kassiert. Das soll schon was heißen. Also bei Kiel sieht es in dieser Saison ziemlich schlecht aus für Relegation zur ersten Liga. Mit ganz, ganz viel Glück schaffen die gerade noch die Relegation für die zweite Liga gegen den Drittliga-Dritten. Ja, so würde ich das mal sagen. Hier sehen wir einmal das fröhliche Checkhands und sind gespannt auf die Startaufstellung. Gelios, Van de Berg, Baku, Lee Sung, Lauberbach. Okay. Also den Südkoreaner Lee Sung habe ich bei mir auch auf der Transferliste. Gucken. Vielleicht gönne ich mir den. Vielleicht auch nicht. Muss ich einfach mal gucken. Das Geld würde ich aus dem DFB-Pokal bekommen. Ein bisschen habe ich ja jetzt noch an Ersparnissen, aber einfach mal gucken. Aber erstmal würde ich sagen, ist der Vordergrund hier auf 3 Punkte in einem Spiel, wo ich mich schon als Favoriten sehe. Also ich gehe da recht zuversichtlich in die Partie rein. Da ist auch schon der Ballgewinn und auch gleich schon wieder der Ballverlust durch Niklas Schmidt. Ja, VfL spielt ja leider auch wieder dritte Liga, haben ja gegen Ingolstadt im Rückspiel zwar gewonnen, aber ja, das Hinspiel leider mit 3-0 verloren, das heißt, naja, dritte Liga, aber VfL Osnabrück sollte man niemals abschreiben. Wir kommen zurück. So, das lief. Und Pellegrini, macht er das? Nein, macht er nicht. Gelios hält den Ball. So, und da ist auch gleich schon wieder der Ball. Boah, richtig stark. Und, ach, müsste Ecke geben? Ja, gibt's auch. Ich meine, Teska war noch dran und hat abgefälscht. Das war da auch. Hat man gerade noch am Trikot gesehen. In der Wiederholung. Ich meine, das war die Nummer 15. Herrje. Aber es gibt einen Freistoß aus einer richtig nicen Position. Das ist auch wieder eine Sache für Aydini. Gelios macht sich hier seine Mauer parat. Wir schreiben die 17. Spielminute. Gucken, vielleicht feiern wir hier schon das 1-0. Ich werde natürlich alles geben. Werde den Freistoß in den Winkel hauen. Na, doch leicht noch verzogen. War jetzt auch nicht so gut geschossen. Gebe ich zu. Ach je. Ich habe mir irgendwie schon mehr offensive Aktion hier gewünscht. Aber irgendwie
Bleiben die Chancen hier aus? Aber jetzt. Ah, nein! Ach, was für ein Bock. Oh. Wer ist das? Baku? Nee, Atanga. Boah, richtig stark von Trapp zur Ecke geblockt. Mega nice. So, 28 Minuten oder in der 28. Minute. Erste Ecke im kompletten Spiel. Oh. Oh, Leute, was? Nein! Warum schieße ich den nicht einfach weg, Mann? Warum schieße ich den nicht weg? Also, das war ein Fehler von mir. Das ist. Das geht so nicht. Das war Humbug, was ich hier gemacht habe. Scheiße, ey. Na egal. Wir kommen zurück. Wir geben jetzt Vollgas nach vorne. Spielen Offensivfußball. Die Punkte möchte ich wenigstens mitnehmen. Und ich werde Kiel keinen Punkt schenken. Das ist jedenfalls mein Plan. 15 Minuten haben wir noch in der ersten Hälfte. Da möchte ich sehr, sehr gerne schon den Ausgleich sehen. Oh, Leute. Mann. Was stimmt denn mit meiner Spielführung nicht? Okay, Abschluss. Und ich will unbedingt noch den Ausgleich schießen. Mein Gott, war das Abseits? Nee, war kein Abseits. Das ist auch kein Abseits. Uahim. Und, oh, Scheiße. Mann. Niklas Schmidt hier mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Auch ein schöner Pass nochmal von Uahim. Aber irgendwie war das nicht ja, so erfolgreich, wie ich es mir eigentlich eher wünscht, ne, erhofft habe. Ja, erhofft. Erwünscht. Ja, mein Deutsch ist auch wieder zum Kotzen. Und, oh Leute, was ist das denn hier? 4 Minuten plus Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Ach, mein Gott. Das regt mich gerade richtig auf, ey. Los, komm. Ecke, Kopfball, Tor. Ja, oder? Na, Ball ist weg. Aber der bleibt in unseren Reihen. Ja. Taffershofer mit der Möglichkeit und der Ball geht drüber. Wir haben hier schon einen Auswechslungs-Dings. Schmidt geht raus. Sebastian Klaas kommt rein. Ja, verstehe ich eigentlich auch nicht, weil. Freistoß? Oder ist das ein Repeat vom ersten Freistoß? Oder? Geht der rein? Nein, Gelias ist auch wieder da. Mann! Ich muss sagen, der war jetzt diesmal besser geschossen. 4 Minuten Nachspielzeit. Wo hat der Schiri denn hier Sachen gesehen? Oder Kiel so lange gejubelt? Hä? Das hier wird nicht. So, los, komm, Alter. Und geht der rein, geht der rein. Jawohl, Freunde, da ist das Ding. Ich hab's euch gesagt. In der Halbzeitpause steht es unentschieden. Ja, okay. Hat man ihn nicht gesagt, dass weiße Sachen nicht mehr sauber gehen? Hat man ihn, glaube ich, nicht gesagt, ne? Aber das ist mir jetzt auch gerade scheißegal. Der kriegt im nächsten Spiel sowieso ein neues Trikot. Freunde, oh, ist das nice. Mit ganz, ganz viel Glück
ist der Ball dann echt noch reingegangen. Mega nice. So, mein Versprechen habe ich gehalten. In den nächsten 45 Minuten sehen wir dann auch das 2-1 oder jedenfalls das 1-2 aus Kieler Sicht. Pelikri hier mit seinem 10. Tor, auch mega krass. Ich bin gerade so happy, Alter. So, Halbzeitpause. Wir machen uns fresh. Ich trinke noch einen kleinen Schluck, solltet ihr auch machen. Setzt euch nochmal bequem auf euren Stuhl. Ich zeige euch jetzt wie immer die Statistik. Und dann sehen wir uns zur zweiten Halbzeit wieder. Bleibt dabei, es bleibt spannend. So, es geht weiter. Und ach, ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, gegen wen es als nächstes im DFB-Pokal geht. Blende ich euch mal lieber ein. Nicht, dass ihr euch dann denkt so, ich dachte, wir sehen da noch was von dem. Ja, jetzt. Oh. Nein. Ich gehe kaputt, Mann. Ah. Also, ja. Wir sind auf jeden Fall wieder offensiv am Start. Ich hoffe, das bleibt auch so und fallen nicht wieder so komisch ein wie gerade, als wir das 1-0 kassiert haben. Denn, ja, wer hat denn darauf schon Bock? Ich nicht. Oh, der Ball ist auch schon wieder futsch. Ah, ne, da ist er wieder. Felix Agu. Ah, ich habe mittlerweile ein Transferangebot von Agu bekommen. Von 6 Millionen oder so. War ich erst mal überlegen, so, nehme ich es an, nehme ich es nicht an, aber nein, ich brauche Agu. Ich will Agu hier zu einem zweiten Roberts von Liverpool machen. Und während ich hier gerade irgendwie über Agu spreche, Freunde, wir haben hier das 2-1 geschossen, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Durch Benny Giert läuft richtig stark. Ist halt so ein ja, Standardtor, würde ich jetzt nicht sagen, aber egal. Wir führen das Spiel. In der Halbzeitpause habe ich gerade gesehen, auf dem anderen Platz bei Hannover steht es 1-0. Die spielen gerade gegen Aue. Also jetzt sollte das Spiel jetzt so bleiben und in Hannover auch, dann trennen uns halt immer noch 3 Punkte. Ja, mir wäre schon lieber, wenn Aue das Spiel noch drehen würde. So wie am letzten Spieltag gegen Osna. Das wäre mega nice. Dann haben wir 6 Punkte Vorsprung. Und so wie wir momentan spielen, kann es dann sowieso erstmal in nix mehr. Und ja, dann können wir eigentlich auch schon mal die Meisterfeier planen. Ach, abseits, Mann. Ach, ja, okay. Muss ich akzeptieren. Aber wir führen. Aha. So, und da ist der Ball auch direkt wieder bei Benny Giert und er läuft. Und wir wissen, er kann laufen. Und Pelikri macht hier das 3-1. Wir haben das Spiel so was von gedreht. Das könnte ja eigentlich auch Aue gegen Osnabrück heißen. Nur, dass wir jetzt Aue sind. ja, das war eigentlich das entscheidende Spiel für die zweite Liga. Hätte Osnabrück in Aue gewonnen, wäre Regensburg, wäre Sandhausen in die Relegation. Und das wäre mir dann auch scheißegal gewesen, wer da gewinnt. Aber naja, das ist jetzt nebensächlich. Osnabrück spielt dritte Liga und wir spielen eventuell nächste Saison erste Liga, Freunde. Und wenn es im DFB-Pokal läuft, spielen wir nächstes Jahr sogar schon Europa League. Ah, also nächste Saison, nicht nächstes Jahr. Das wäre ja mal mega nice, ne? Das wäre echt mega nice. So ein kleiner VfL Osnabrück in der Europa League. Und Flanke und
Ach, Pellegrini. Hier fast mit seinem dritten Tor. Das war knapp. Ja, Flanke kam eigentlich auch recht gut rein. Aber irgendwie der Kopfball war leicht verzogen. Wir sehen oder wir haben gerade den Wechsel von Agu und Kevin Trapp besichtigen können. Ja, Agu ist halt fertig, ne? Er hatte jetzt ein hartes Spiel gegen Hertha. Und dann hier knapp 70 Minuten. Und Agu ist ja auch einer, also ich spiele gerne mit Agu in Richtung Mittelfeld. Oder Sturm. Oh, uhuhu, Junge, wie mutig war denn die Kieler Nummer 5? Ein Seitfallzieher in Richtung eigenes Tor. Na, bereut das bei Kiel zu spielen? Möchtet ihr gerne bei Osnabrück spielen oder was? Weiß ich nicht, vielleicht sollten wir uns den kaufen. Und den an den Sturm knallen und dann haben wir einen neuen Torschützenkönig. Und Sebastian Klaas und er macht das 4 zu 1, Freunde. Das Spiel ist entschieden. Wir nehmen wichtige 3 Punkte mit nach Hause. Ich kann mir nicht vorstellen, so wie Kiel jetzt gerade spielt, dass sie hier noch irgendwie entweder 3 Tore für ein Unentschieden machen oder 4 Tore für einen Sieg. Kann ich mir über besten Willen nicht vorstellen. Sebastian Klaas ist, glaube ich, mit seinem ersten Saisontreffer. Müsste, glaube ich. Oder? Ja, mit seinem zweiten. Wann hat denn der das erste geschossen? Weiß ich nicht. Mit Sicherheit auch als Joker. Oder halt in einem Spiel vor einem DFB-Pokalspiel. Weiß ich nicht. Vielleicht weiß das ja einer von euch und kann das in die Kommentare mal schreiben. Mal gucken, wer so gut aufgepasst hat. Und da ist der weite Pass auf Lee Jae-sung. Mühling. Boah, was für eine Grätsche hier. Und ach Mann, hätten wir auch durchlaufen können. Ist auch aus Kieler Sicht scheißegal, ob es 4-1 oder 1-5 steht. Oder? Was meint ihr? Also, ja, ich hätte ihn auch durchlassen können. So, hier Aldini holt sich den Ball zurück. Und Pellegrini! Mann! Herr Gott nochmal, was ist das denn hier für eine Leistung, Mensch? Ist doch schon Arbeitsverweigerung, was die hier machen. Aber das ist jetzt auch sowas von Pups egal. Wir gewinnen hier nach einem Rückstand von 1 zu 0 noch mit 4 zu 1. Starke Leistung, starkes Comeback. Vor allen Dingen auch eine starke zweite Hälfte. Ja, im nächsten Spiel geht es dann weiter. Ich glaube gegen Dresden. Zu Hause. Und hoffe natürlich auch auf den Sieg. Aber das werden wir erst später sehen.